So, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, heute neue Pokémon. Und so, wir sind Clash of Hunter 129 und an erster... Nein, nicht Pokénarf. Niemand will dich, Pokénarf. An erster Stelle Anbu und wir schauen mal, was wir jetzt bekommen. Hoffentlich was Awesome-mäßiges, bitte. Ein Pichu! Also ich hab's in letzter Zeit mit eher kleineren Pokémon. Naja gut, Slimog ist nicht unbedingt so klein. Ich wechsle. Ja, weil ich's kann zum einen und weil Pichu gut gegen Anbu ist und ich Anbu nicht in unnötige Gefahr bringen will. Deswegen Ray. Ja, Charme. Okay. Tja, Gainer. Und ja. Überlebt das jetzt ein Body Slam? Ich denke schon. Weil durch Charme ist der jetzt der Angriff wirklich stark. Wieso mache ich das nochmal, Gainer? Bin ich blöd? Egal. So. Eingeschlafen. Sehr schön. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt nicht wieder in die Hose geht. Okay. Sehr schön. Ich werfe jetzt einen Pokéball drauf. Ich habe Angst vor dem Crit. Bei meinem Pech, ne? So. Ultraball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, Mann! Pichu! Yay, wir haben Pichu gefangen. So, jetzt muss ich erstmal auf meine Liste gucken. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich hätte da jemanden. Ja, komm! Pichu, einer meiner treuesten Abonnenten, würde ich sagen. Ja, kriegt jetzt einfach mal ein Pichu ab. Moment, ja doch, war richtig, jetzt wollte ich schon Pichu schreiben. Und zwar der nette Purple X. So, Purple X, yay und so. Ja, du bist ein Pichu, ich hoffe, das gefällt dir. Ich finde Pichu cool, richtig cool. Ja, und okay, würde ich sagen, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt, wir sehen uns gleich wieder, bis dann. Gut, da bin ich wieder. Ja, es geht weiter. Pichu haben wir gefangen. Moment, wer war jetzt so angeschlagen? Tank. Moment, den muss ich jetzt mal, beziehungsweise ihr, ist ja weiblich, ne? Muss ich jetzt erstmal einen Supertrank reinpfeffern und dann geht's weiter. Und ja, komm, wir kämpfen einfach mal gegen den Typen hier. Say hey, hey, let's get on with it. Nö. Ganz einfach nö. So, Seemops. Cool. So, Anbu macht Kleinholz aus dir, würde ich sagen. Naja, fast. Ui! Aurora-Strahl, das könnte wehtun. Ja, das tut weh. Aber gut, Anbu hält dem Angriff stand. Das ist ein Tohaido. Da nehme ich Gonchiro nach vorne. Und saugen es Fiddlesticks-mäßig aus. Mit einem Gigasauger. So, ja. Gigatrain. Ja. Grimasse kannst du ruhig machen, deine Initiative ist eh schon höher. Von daher die nutzloseste Attacke, die du jetzt gegen mich einsetzen kannst. So, Om Nom Nom und so. Du Haidos schmecken sicher gut. Würde ich mal sagen. Und ja. Sehr schön. 608 Erfahrungspunkte. Und Plecky Level 27. Yay. Okay. Gut, dann geht's weiter. Und ein weiteres Pokémon. Ein Visenior. Das wäre ein schöner VM-Slave gewesen. Aber ja. Ach man, ich hab verdammt nochmal Schiss. Deswegen nehme ich jetzt noch einen Supertrank. Das ist mir egal. Ich habe keine Lust auf irgendwelche... Und so, ihr wisst schon. Gut, 130. Hallo? Da. Gut. Wieder neues Pokémon. Hallo? Neues Pokémon. Hallo? Ich bin gespannt. Keifel! Piloswine! Okay,
wieder was, was gegen Anbu gut ist. Nicht cool. Tank. Tank ist dafür da. Endure ist Ausdauer. Wie viel zieht Triebsalz ab? Ja, ist okay. Otto's läuft, oder wie das heißt, keine Ahnung, ist Schnüffler. Meines Wissens. So, jetzt macht's Ausdauer. Also, falls wir es jetzt besiegen würden, würde es mit einem KP überleben. So. Ultra Ball. Komm schon. Komm schon. Ja, sehr schön. Wunderbar, so muss das gehen. Keifel. Und da habe ich auch schon einen Namen. Hoffe, dass das reinpasst. Ja, yep, das passt auch rein. Die sind zweimal groß. Ja, okay. Fanmade LP, ein, ja, guter LP, müsst ihr mal reinschauen. Absolut sehenswert. Macht vor allem Zelda Wind Waker und Super Smash Bros. Brawl. Also auf jeden Fall sehenswert. So. soweit dazu. Route 130 abgehakt. Route 131 ist als nächstes dran. So, wir fangen hier im Minutentakt die Pokémon. Okay, was wäre noch gekommen? Ein Rosanna. Das haben wir schon. Jinx. Und wir fliehen einfach mal. Habe ich keine Lust zu, gegen das jetzt zu kämpfen. Was wäre noch gekommen? Keifel again. Ja, geht. Doppelkampf. Wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach die Kämpfe aus. Ihr wollt ja eh nur das neue Pokémon sehen. Dann kann ich das nämlich auch mal zum Leveln nehmen, die Kämpfe. Würde ich sagen. Und dann kommen wir hier, wir nämlich weiter auf Route 131 und wieder. Nee, oder? Das ist jetzt ein Witz. Das kann nicht sein. Alter, was hat die für einen Blickradius? Ist ja Wahnsinn. Na gut. Da gleichen wir die weg und danach gibt es neue Pokémon. Airoas! Bam! Und One Hits. Yay! Ha, okay. Gut, dann Pokémon. So. Graveler, das ist nicht so toll. Und ihr wisst auch warum. Ja. Genau, das wie kein Finale, beziehungsweise Explosion. Wechsle ich mal auf Gonchiro. Und, was macht's? Platz gleich? Nee, es macht Steinwurf. Also, ja, Graveler. Also es ist nicht so, dass absolut awesome-mäßig Pokémon. Wieso mache ich jetzt eigentlich Säure? Ich glaube, weil ich Angst habe, dass der Rest es one-hitten würde. Wir werfen einfach mal einen Ultraball drauf. Also es ist jetzt ziemlich blöd. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Intensität. Das ist jetzt schwierig. Säure zieht so gut wie nichts ab. Konfusstrahl weiß man nicht, ob sich selbst verletzt und dann auch nicht so viel abzieht. Gigasauger Instant Down und Kugelsaat, wenn es fünfmal trifft, ebenfalls. Deswegen werfe ich halt Bälle drauf. Und hoffe, dass es reingeht. Yep. Der Plan hat gut funktioniert. Sehr schön. Okay, so. Ich muss mal ganz kurz noch den Namen hier abhaken, den wir hatten. Und wen nehmen wir denn da als Name? Moment, den hatte ich auch noch nicht abgehakt hier. Wir nehmen ganz einfach mal. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne?
Wir nehmen, passt das rein? Weiß ich gerade nicht. Aber den Namen müssten wir noch nicht gehabt haben. Hoffentlich passt das rein. Ja, das passt nicht ganz rein. Okay. Der Name wäre Slice Chicken. Ich nenne Georock jetzt einfach Slice. Klingt eigentlich auch nicht schlecht. Also du bist jetzt ein Georock. Okay, ja. Dann das auch noch abhaken. So. Okay. Gut, dann... wie sieht's mit der Zeit aus? Da ist noch ein bisschen was drinne. Und ja, wir surfen auf die nächste Route. Nö, keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Nö. Okay, Flossbrunn. Hier können wir angeln. Ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz einen Schnitt machen, weil ich noch mal ganz kurz überprüfen möchte, welchen Namen ich jetzt direkt genommen habe, weil ich habe, glaube ich, nicht ganz alle abgehakt gehabt. Also werde ich mal ganz kurz ins Pokémon Center gehen, mich heilen und hier mal einen Schnitt machen. Dann gucke ich mal ganz kurz auf die Box, hake alle Namen ab, die ich schon verwendet habe. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Also, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Die Liste mit euren Namenswünschen ist jetzt aktualisiert. Alles auf dem neuesten Stand, alles schön ordentlich abgehakt. So, und jetzt können wir weitermachen. Ich habe mal nachgezählt, es sind wirklich 50 Namen. Also bitte nicht traurig sein, wenn euer Name nicht in meinem Display vorkommt. Das ist leider nicht machbar, dass ich jeden einzelnen jetzt nehmen kann. Das müsst ihr wirklich verstehen. Und ich bitte euch auch, Kommentare zu unterlassen, die jetzt... Also sagen wir, wenn ihr jetzt 3, 4, 5 Mal hintereinander schreibt, kann ich bitte ein Pokémon sein, kann ich bitte ein Pokémon sein, das hilft euch auch nicht weiter. Ich werde dann nicht mehr Aufmerksamkeit auf euch richten. Denn jeder ist ja gleichberechtigt, jeder hat das gleiche Recht auf den Namen und ich entscheide mehr oder weniger zufällig, wer dann jetzt das neue Pokémon wird. Also bitte, hab Verständnis dafür. So, aber jetzt gibt's erstmal wieder neues Pokémon. Und wir werfen hier die Angel. Die haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht, ne? Wir nehmen mal die Good Rod. Ja. Und schauen wir mal, was anbeißt. Ah, da haben wir schon was. Und ich bin sehr gespannt. Bam! Despotar! Ein richtig geiles Pokémon. Mann, das muss ich unbedingt haben. Wahnsinnig genial. Despotar. Eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon, weil Despotar ist einfach nur... Es ist halt Despotar, ne? Es ist Despotar, ist einfach nur geil. Okay, überlegen, was mache ich da jetzt? Wir nehmen Tank, aber ich werde natürlich mit Tank jetzt keinen Überwurf machen. Das wäre böse. Rock Slide. Es kann Steinhagel. Für Level 22, das ist böse. Das wird schwer, das zu fangen. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Vor allem, weil es Dauerschaden mit Sandsturm macht. Wir machen Riechsalz. Wir schauen mal, wie viel das abzieht. Wenn es jetzt wirklich nur... Okay, es geht. Es geht. Wir können es mit Riechsalz schwächen. Würde ich sagen, noch so ein, zweimal Riechsalz. Und dann werfen wir mal einen Hyperball. Also, Despotar ist absolut awesome. Das wird, denke ich mal, auf jeden Fall einen Platz in meinem Team finden. So, da ich ein vorsichtiger Mensch bin, werde ich jetzt schon mal einen Hyperball drauf werfen und mal schauen, ob es vielleicht schon dran geht. Reingeht. Wäre cool. So, dann Back. Und ein Hyperball. Komm schon, geh rein, das wäre sowas von genial. Ich brauche dich. Komm schon. Komm schon. Bitte bleib drin. Ah, knapp. Knapp. Sehr, sehr knapp. So, da er jetzt Kreideschrei gemacht hat, macht auch Steinhagel mehr Schaden. Muss ich gut aufpassen. Was mich aber verwundert, normalerweise müsste Despotar jetzt eine sehr hohe Verteidigung haben durch den Sandsturm. Aber Riechsalz macht dennoch noch einen guten Schaden. Ah. Nochmal Lier. Ja, nach dem nächsten Angriff von Despotar werde ich eventuell mal heilen müssen. Komm schon, geh rein, bitte.
Lass es nicht zu einem nächsten Angriff kommen. Komm schon. Nein! Ah! Ja, das, war klar, dass es schwer wird, es zu fangen. Nein! Oh, what the fuck! Überlebst du es den Sandsturm? What the fuck? 4 KP! Hab ich einen Hypertrank dabei? Ja, hab ich. WTF! Und genau deswegen bin ich vorsichtig. So, noch ein Kreideschrei, noch weniger Verteidigung. Also langsam muss ich mir Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht doch wieder wechsle. Ich versuche jetzt noch 1, 2 Hyperbälle. Würde ich so sagen. Mal gucken, wie sich jetzt der Butter verhält. Es will nicht rein. Okay, es macht Sandsturm, das ist irgendwie dumm. Ja, yep, aber gut. Umso besser für mich. So, nächster Hyperball. Ich will dieses Pokémon haben. Komm schon. Komm schon. Ja, Mann. Despotar. Weltklasse, Mann. Extrem geiles Pokémon. Ja, das freut mich jetzt wirklich richtig sehr. So, und ja, da werde ich jetzt auch jemanden nehmen. Wen nehmen wir denn da mal? Ja, genau. Wir nehmen dich mal. Ist ja egal, welches Geschlecht das jetzt ist. Und zwar nehmen wir diesen netten Herren. Und zwar den Macrow. Du hast die Ehre, ein Despotar zu sein. Und sei darauf gefasst, dass ich dich definitiv ins Team hole. Denn Despotar ist sowas von genial. Boah, das freut mich jetzt wirklich wahnsinnig. Sehr, 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 sehr gutes Pokémon. Okay, das ist doch schon mal okay. Der Part ging auch ein bisschen länger. Ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir jetzt einen Despotar. So, im nächsten Part werden wir Flossbrunn verlassen, und zwar auf westlichem Wege. Und dann fangen wir wieder neue Pokémon. Wie viel fehlen dann jetzt noch? Also Route 132, Route 133, Route 134 und nicht vergessen Route 125 und Moosbach City. Also, es ist noch einiges drin. Könnt ihr euch schon mal freuen. Mal sehen, was uns noch so begegnet. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder einschaltet im nächsten Part zu Pokémon Smaragd. Also, bis dann. Adios.